Wie Sie sehen, bin ich heute mal wieder in der Sonderausstellung 1910, Crew macht Karriere. Wir hatten ja in unserem Anfangsvideo schon erzählt, dass die Crewmitglieder aus dem Jahrgang 1910 sehr unterschiedliche Lebenswege gegangen sind. Und davon möchte ich Ihnen heute zwei Beispiele vorstellen, nämlich einmal Kraschutzki und einmal Brümmer-Patzig. Fangen wir mit den Gemeinsamkeiten beider Personen an. Natürlich, beide gehören zur Crew 1910 und beginnen am 1. April 1910 ihre Ausbildung. Die Schulschifflaufbahn ist dann schon unterschiedlich. Kraschutzki ist auf der SMS Victoria Luise, Patzig fährt hingegen auf der SMS Hertha. Tatsächlich ist es auch so, dass man den Eindruck bekommt, dass beide Männer sich recht früh aus den Augen verlieren. In den 60er Jahren treten sie dann wieder miteinander in Kontakt. Die Revolution 1918 bringt natürlich einen gesellschaftlichen Umsturz mit sich. Sowohl Patzig als auch Kraschutzki dienen im Ersten Weltkrieg. Sie sind an vorderster Front. Das ist ja immerhin ein Jahrgang, der sozusagen gerade erst ausgebildet wurde und dann frisch rausgeschickt werden kann. Kraschutzki ist dabei mittendrin. Die Besatzung seines Minensuchboots wählt ihn in den Bremerhavener Soldatenrat. Das heißt, er ist aktiv in der neuen Regierung beteiligt. Er stimmt dies mit seinem Vorgesetzten ab, fragt, hat das negative Konsequenzen für mich, werde ich trotzdem meine berufliche Laufbahn fortführen können? Und ihm wird gesagt, ja, das ist so, denn sie wurden ja als Vertrauensmann ihrer Besatzung gewählt. In der Realität ist es aber so, dass diese politische Handlung dazu führt, dass Kraschutzki nicht in die Marine weiter übernommen wird und sogar darüber gesprochen wird, ob man ihn vor ein Militärgericht stellt. Dadurch landet er unfreiwillig im Zivilleben. Kraschutzki wird aufgrund seiner Tätigkeit im Soldatenrat als Kommunist wahrgenommen und bis 1930 auch aus der Crew aktiv ausgeschlossen. Das heißt, er wird nicht mehr als Crewmitglied wahrgenommen von anderen Mitgliedern aus der Crew 10. Als Zivilist entscheidet er sich dann, dass er aktiv den Pazifismus vertreten möchte und wird zu einem der führenden Kriegsgegner in Deutschland. Als Konsequenz dieser Handlung muss er auch 1932 schon von den Nationalsozialisten fliehen. Und zwar flieht er nach Mallorca, wo er dann eine Sandalenfabrik gründet mit seiner Familie, die er nämlich auch zur Migration bewegen kann. Tatsächlich ist es dann aber so, dass er auf Mallorca vom faschistischen Regime von Franco dann zu 30 Jahren Haft verurteilt wird und dementsprechend trotz der Flucht, trotzdem Verfolgung eben ausgesetzt ist. Kraschutzki erlebt also das spanische Gefängnissystem von innen sozusagen. Nach dem Zweiten Weltkrieg bewegt die britische Regierung tatsächlich die spanische dazu, ihn freizulassen. Er kann dementsprechend zurück nach Deutschland kommen und ist dann wirklich erstmal in der DDR, wird dann dort als Geschichtslehrer aktiv. Aber dann heißt es, nee, er sei nicht kommunistisch genug, dementsprechend verliert er seine Anstellung und entscheidet sich dann nach Westdeutschland zu ziehen. Und in Westdeutschland sagt er dann, okay, ich habe Insiderwissen von Strafverfolgung und wird dementsprechend zu einem der führenden Reformierer des deutschen Strafvollzugssystems. Genug zu Kraschutzki. Lassen wir uns nun mit Brümmer-Patzig bzw. Helmut Patzig fortfahren. Im Ersten Weltkrieg dient Helmut Patzig vor allem bei den U-Booten. Er erhält unter anderem das Kommando über U-86, mit dem er am 27. Juni 1918 auf das kanadische Lazarettschiff Landovery Castle schießen lässt. Dies ist ausschlaggebend für seine Karriere, damit begeht er nämlich ein Kriegsverbrechen. Er vermutet, dass an Bord Militärpersonal untergebracht ist, aber als der Fehler auffällt und klar wird, dass dies nicht der Fall ist, versucht er mit einer Vertuschungsaktion eben zu verhindern, dass diese Informationen überhaupt nach außen dringen. Und zwar beschießt er das Boot bzw. lässt die Rettungsboote beschießen, damit keine Überlebenden mehr entkommen können. Und in der Tat ist das so, dass alle Überlebenden bis auf ein Rettungsboot beschossen werden und dadurch alle bis auf 24 Personen versterben. Seine Taten lösen einen internationalen Aufschrei aus. Es wird seine Auslieferung gefordert und tatsächlich wird auch immer wieder von Seiten verschiedener Regierungen gefordert, dass man ihn eben vor ein Kriegsgericht oder vor ein Gericht eben stellt. Dies wird lange Zeit von deutscher Seite aus verweigert. Als der Prozess dann endlich losgeht, taucht
hat sich unter und nimmt den neuen Namen Brümmer an. Deswegen heißt er auch später dann Brümmer-Patzig. Und wir müssen an dieser Stelle anmerken, dass nicht wirklich klar ist, wie doll nach ihm gesucht wurde, weil wir haben in Zusammenarbeit mit der Familie feststellen können, dass er sich mit höchster Wahrscheinlichkeit weiterhin in der Nähe seines Zuhauses aufhielt. Er taucht auf jeden Fall erst aus dem Untergrund wieder auf, als das Verbrechen verjährt ist und nimmt zu diesem Zeitpunkt dann jegliche Verantwortung auf sich, als es keine Strafen mehr für ihn geben wird. Am 1. November 1933 tritt Brümmer-Patzig der NSDAP bei. Er kann seine berufliche Laufbahn in der jetzt Kriegsmarine ohne Probleme weiter fortsetzen. Also es ist so, dass er erst in verschiedenen Stäben eingesetzt wird, unter anderem bei seinem Crewkameraden Dönitz und am Ende dann in der U-Boot-Ausbildung eingesetzt wird. Er überlebt den Zweiten Weltkrieg und arbeitet danach als Kaufmann. In den 1960er Jahren nimmt Kraschutzki erneut Kontakt zur Crew auf. Er möchte wieder mit seinen Crewkameraden in Kontakt treten und sein Verhältnis normalisieren. Dies fällt ihm aber relativ schwierig. Die Crewleitung ist ein wenig gespalten, ob er überhaupt damals richtig ausgeschlossen wurde oder nicht. Man einigt sich am Ende darauf, ein Rundschreiben an alle Mitglieder rauszuschicken, in dem verschiedene Fakten zu Kraschutzkis Leben aufgelistet werden, also unter anderem, dass er nicht im Spanischen Bürgerkrieg gedient hat, sondern tatsächlich dort in Haft gesessen hat. Und fügt ans Ende an, dass jedes Crewmitglied sich selber Gedanken machen soll, ob sie mit ihm wieder Kontakt aufnehmen wollen oder nicht. Außerdem ist das auch so, dass innerhalb dieses Prozesses Brümmer-Patzig Kontakt mit Kraschutzki hat. Er ist nämlich eine der Personen, mit denen sich Kraschutzki persönlich trifft und der auch eine Auswertung für die Crewleitung nimmt. Aber in den Augen Brümmer-Patzigs ist Kraschutzki nicht wieder in die Crew aufzunehmen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, dass wir vielleicht Ihr Interesse wecken konnten. Bis zum 6. November läuft diese Ausstellung noch. Da können Sie sich 14 unterschiedliche Lebenswege anschauen und noch mehr zur Ausbildung und zum Crewleben von der Crew 1910 erfahren.